Biden soll schon bald einen wichtigen Schritt in Richtung Gleichberechtigung von Transgender-Personen gehen. Und schlechte Bilanz fürs Klima. Jeder 5. Online-Artikel geht tatsächlich wieder zurück. Damit hallo bei Push am Vormittag. Es ist ein ewiges Hin und Her. Dürfen Transgender-Personen in der USA ins Militär oder nicht? Die Frage haben sich schon einige Präsidenten gestellt. Barack Obama hatte dies offiziell erlaubt. Dann kam allerdings Donald Trump, der im Juli 2017 ein Verbot verhängte. Der neue US-Präsident Joe Biden plant jetzt allerdings schon wieder die Zulassung von Transgender-RekrutInnen beim Militär. Laut der Nachrichtenagentur Reuters könnte dies sogar noch heute passieren. Eine direkte Stellungnahme Bidens gab es allerdings noch nicht. InformatikstudentInnen haben ja oft mit dem Klischee zu kämpfen, dass sie alle Nerds sind. Das bringt allerdings schlechte Folgen für Frauen mit sich, wie Dr. Yves Jean Renaud, Gastprofessor für Geschlechterforschung an der Universität Ulm, jetzt herausgefunden hat. Viele Frauen wollen wegen dieses Nerd-Klischees nicht Informatik studieren. Um mehr Frauen für die Fächer Mathematik, Naturwissenschaften, Technik und eben auch Informatik zu begeistern, braucht es vor allem mehr weibliche Vorbilder in diesen Bereichen. Viele Frauen fürchten sich davor, von ihrer Weiblichkeit einzubüßen, wenn sie sich auf dieses männlich besetzte Terrain vorwagen, erklärt Jean Renaud. Die gesellschaftliche Bedeutung solcher Berufe muss also unbedingt stärker hervorgehoben werden und, wie schon so oft, muss auch dringend mit bisherigen Geschlechterrollen gebrochen werden. Ich habe jetzt eine erschreckende Statistik für euch. Jeder 5. im Internet bestellte Artikel wird zurückgegeben und hat somit seinen ganzen Weg umsonst angetreten. Laut einer aktuellen Studie nutzen 85% der Online-KäuferInnen auch das Rücktrittsrecht, sprich, sie schicken ein Produkt wieder retour. Wir Käufer achten besonders darauf, ob ein Unternehmen die Rücksendungen übernimmt oder nicht. Für ganze 40% ist das sogar kaufentscheidend. Jeder 5. von uns bestellt sogar grundsätzlich mehrere Varianten, damit auch eine Auswahl vorhanden ist. Das ist allerdings katastrophal für das Klima. Der CO2-Ausstoß, der steigt auch aufgrund des Onlinehandels immer und immer mehr. Ja, um diese Rücksendungen zu reduzieren, gibt es jetzt Tipps für Online-Shops vom österreichischen E-Commerce-Gütezeichen. Darunter fallen zum Beispiel bessere und auch detailliertere Fotos der Produkte oder auch genauere Informationen dazu. Ein kroatisches Unternehmen produziert jetzt eine limitierte Anzahl an Bitcoin-Parfums. 2100 Stück, um genau zu sein. Bezahlen kann man nur mit der Kryptowährung. Der Besitzer des Unternehmens will die Exemplare an ausländische Businessmenschen verkaufen. Wie er selbst sagt, soll der Duft die Freiheit, Ruhe, Unantastbarkeit und Entschlossenheit in einem hervorrufen. Seine Kreationen versteckt er in Bergbauschächten, Seen oder teilweise auch in den Bergen. Und laut ihm macht ihn genau das auch einzigartig. Vor allem in der Welt der handgemachten Parfums. Das war euer Push-Update am Montagvormittag. Wir sehen uns dann aber gleich wieder mit ganz neuen Infos. Bis dahin. Boom, 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 boom.